Stehen die zu dicht? Oh, ja. So. Gut, dann während hier ich alles abholze, kann ich ja weiter über ein anderes Thema reden. Und zwar, ich habe über die Mod, ne, Mod Peacecraft mal nachgeguckt, ne, was unsere Teufelsfrucht kann. Und im Vergleich zu anderen Früchten kann unsere Teufelsfrucht nicht so viel. Oder unsere Teufelskraft. Es kann nur unsichtbar machen. Also es kann uns nur unsichtbar machen. Und das mit X. Das natürlich auch gut funktioniert. Hä? Im Internet stand X. Skating Visibility. Ich glaube mit F5 war das, ne? Mit, ja. Wie diese Kameraführung habe ich, weiß ich auch nicht, gerade nicht, wie man das macht. Ah, okay, nochmal F5. Den Skin muss ich auch noch wechseln, ne? Da habe ich auch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Dann wirklich unsichtbar. Ach, wir sind unsichtbar. Aber wegen der Rüstung bringt das gar nichts. Oh. Auch gut. Okay. Dann einfach Siblings. Hier liegt das an den Stämmen vom Haus, ne? Weil hier sind ja Stämme. Obwohl die Blätter dazwischen sind ja auch weg. Keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. So, wir haben ein bisschen Oakwood. Wozu braucht man noch Oakwood? Ah, für Sticks. Ich lebe gerade gefährlich, ne, weil jederzeit können Monster auftauchen. Wir haben Wolle. So. Weil diese Fackeln und so würde ich auch gerne mit Lampen ersetzen. So, am Tisch. Wo ist der Tisch? Sessig. Wo kommt denn die Sitzecke hin? Oh, hier ein Wohnzimmer zu machen, wird ein bisschen schwer sein. Ich habe das auch ein bisschen architektonisch, habe ich das ein bisschen komisch gemacht. Ne? Weil wenn man zum Beispiel ins Badezimmer muss, dann muss man hier durch die Küche und so. Weil da man hier allein lebt. Normalerweise sind die... Ich habe eigentlich was vergessen. Weil normalerweise ist so ein Haus mit so einem Flur umgeben und da befinden sich halt die Treppen. Ne? Da ist so eine Art Rand noch. Und dazwischen halt der Flur und da befinden sich auch die Treppen. Und dann kann man von diesem Flur aus immer zu den Räumen in der Mitte. Das habe ich halt vergessen. Muss ich vielleicht nachträglich machen. Mache ich das? Das mache ich auch vielleicht eventuell. Eventuell. Egal. Ich mache es jetzt so, wie es geplant war. Und packe mal den Tisch. Hier so. Oh, das lädt mit der Stimme.
Sound Little Idea. So, dann Stühle noch. Ein paar Bilder. Ah, Bilder. Kann auch schon craften. Craften, Crafter, Craft. Black Wool und Sticks. Na komm, machen wir mal 7. So sollte ich die Bilder am besten aufhängen. Na, ne. Vielleicht so. Ja. So, dann. Dann. Hier fehlt noch ein Fenster, sehe ich gerade. Hier noch vielleicht ein Bild. Na toll. Hier. Ja, sieht auch okay aus. Mehr Bilder können wir hier, glaube ich, nicht platzieren. Vielleicht da oben noch. Ja. Quicker. Nee. Nee. Würde zur Wand passen, aber nee. Das hat was. Ja, ich glaube. Kloß im Hals. Ja, ich glaube, das passt so. Ich wollte auch ein Willowood-Tür machen. Gucken, wie das aussieht. Aha. Ich spreng hier nicht mein Haus weg. Das wäre bombastisch schlecht. So, ein Willowwood-Dingens. Ich schere mal die Schafe. Ich bin so schlau. So, dann. Ich bin so schlau, dass ich wieder Weizen vergesse. So. Wieder hier rein. Dann die Schere. Und das war's auch schon, nur Pollenliter. So, jetzt muss ich ein bisschen schnell sein. So, hier schere ich auch mal die Schafe, ne? Vielleicht geht das auch mit weißer Wolle. Na, lass mich durch. Zaun. Hey, wo gehst du hin? Boah. Und zack. Da wollte mir der Schaf den Weg absperren. Aber nächster. Na, komm. Na. Hallo? Wie geht's? Lauf nicht weg. Zack. Zack. Ich erwisch euch alle. So. Dann kommt man hier ran. Auch du da hinten.
Da ist wieder was nachgewachsen. Aber ich warte noch. Hier waren ja auch noch Bäume. Ich habe ja mal in einer Aufnahme erzählt, dass ich, ne, wegen dem Klimawandel ist ein wichtiges Thema, deshalb spreche ich das immer so oft an, ne? Wenn diese Folge kommt, ne, es sind zwar schon 6 Monate vergangen, aber für mich ist das noch sehr aktuell. Und es war, ich wollte ja, oder ich habe mal in der letzten Aufnahme mal erzählt, dass bald ein Klimastreik stattfinden wird. Und das sollte ja, oder war ja schon, ist schon vorbei. Was war am 20. September? Ich habe da teilgenommen natürlich, ne? Und ich war echt beeindruckt, wie viele Leute da teilgenommen haben. Boah, dieser Kloß im Hals. Moment. Ach, so richtig abhusten. Ja, da bin ich wieder. Ja, ich war richtig beeindruckt, wie viele Leute da teilgenommen haben. Ungefähr in ganz Deutschland 1,4 Millionen Menschen. In meiner Gegend, ne, waren 5000 Leute dabei. In Berlin oder ne, Hamburg war es, ne? Hamburg 70.000 Menschen. Und in Stuttgart waren, ich glaube, 20.000, ne? Also sehr gut. Das war eine richtig starke Ansage für die Politiker. Das hat gezeigt, was diese, dass die Bevölkerung, okay, Deutschland hat ungefähr 90 Millionen Einwohner, aber auf jeden Fall waren 1,4 Millionen schon dafür, was für den Klima zu tun, ne? Ein Teil, also abgesehen von den 1,4 Millionen, gab es bestimmt Menschen, die auch gegen oder was fürs Klima tun wollten, aber nichts von der Demo wussten, ne? Wegen, das kam ja nicht in den Medien vor. Also jedenfalls habe ich es nicht durch die Medien erfahren, sondern nur dadurch, durch ein E-Mail, weil ich bekomme von so, von der WWF und von AWAS so E-Mails, wo man halt informiert wird, was so passiert. Und dass man auch, ne, also ihr wisst schon, das sind so Hilfsorganisationen. Davon bekommt man halt. Warum bin ich hier drin? Ja, jedenfalls, da bekommt man. Moment, was wollte ich denn? Stühle wollte ich machen, ne? Aber dafür brauche ich ja Wolle. Rote Wolle. Also das können wir dann nicht machen. Moment, bevor ich weiter erzähle, guck ich mal, was ich noch brauche. Wir haben Paintings. Stühle. Ah, hier, Tür. Willowwood. Haben wir Willowwood? Willowwood, nur 4 Holz. Wir brauchen noch 6 insgesamt. Pine Sapling. Da wieder hochsetzen. Ich glaube, ich mache eine extra Holzkiste, ne? Das hier wird ziemlich unübersichtlich.
Das Eisen packe ich mal wieder hier rein. Wir haben Schießpulver. Was brauchen wir? Ja, komm, die ganzen Saplings brauchen wir auch nicht. Die Slabs brauche ich auch nicht. Die zwei Truhen kann ich ja schon mal platzieren. Da fehlen noch zwei. So und so. So, Nuggets und Nails. Eigentlich brauchen wir nur Nails. Packe ich die Nuggets mal hier rein. Und damit ist unser Inventar ein bisschen leerer. Klavier kann ich auch noch packen, einlagern. So, Lightway Wool. Könnten wir gebrauchen. So, jetzt pflanze ich mal den Willow Sapling ein. Eine Axt müssen wir uns auch noch craften. So, Stein. Eine Axt. So. Ein Zombie. Ich dachte, ich hätte da oben was gesehen. Etwas Gefährliches. Hier auch noch was gewachsen. So, und den Willow-Dings. Ich pflanze ein paar Willow-Bäume ein, ne? Vielleicht sollte ich nicht die ganzen. Obwohl, wir haben eigentlich genug Saplings. Wir haben noch 7, glaube ich, auf der. Hier im Lagerhaus. Weiter weg von der Kante. Okay. So. Dann müssen wir jetzt warten. Ja, vielleicht sollte ich dann jetzt mit der Küche weitermachen. Oder mit dem sollte ich ist oder soll oder ich mache hier erst, ne, über im Wohnzimmer kommt dann das Badezimmer. Was haben wir denn so an Interieur fürs Badezimmer? Hier für die Kleidung. Obwohl. Zorros Boots. Ich kann mir so ein One Piece Cosplay machen. Plus 1 Armor. Plus 3 Armor. Das ist auch so eine Art Rüstung. Stroh und rote Wolle.
Kaktusgrün. Grüner Green Flower. Usopp's Head. Wado Ichimonji, dafür braucht man ja die ganzen. Obwohl, das kann man nur so. Das kann man, glaube ich, nur finden. So, aber jetzt gucken wir erstmal nach den Interieuren fürs Badezimmer. Ist das hier? Dann, was habe ich da gerade gesehen? Lantern. Block of Coal. Haben wir alles? Ist es das, was ich gesucht habe? Pen. Okay, ich sehe gerade, die Aufnahme läuft schon eine Stunde. Ich mache mir hier eine kleine Aufnahmepause. Ah, hier, Regale und so. Das ist auch ganz gut. Das können wir auch einbauen. Akazien. Display-Kabinett. Boah, was es viel interessante Sachen gibt, ne? Aber ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Ich muss kurz was machen und dann bin ich gleich wieder zurück. Ne? Nicht weglaufen. Obwohl, die Folge kommt sowieso nächste Woche. Halt, ne, also vielleicht dürft ihr doch schon weg. Wäre blöd, wenn ihr den ganzen Tag nur, oder die ganze Nacht, oder die ganze Zeit bis zur nächsten Aufnahme nur an einer Stelle steht, sitzt, liegt, keine Ahnung. Jedenfalls mache ich hier eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, / Aufnahme wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und danke, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns demnächst nochmal wieder. Ja, bis dahin, tschüss, bis bald.